Moin und willkommen zurück auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal rund um World of Warships und World of Warplanes. Ich bin Maracha und mit dabei ist heute Mr. Talk. Moin. Und wir beide werden hier die nächste Folge von British Diary zusammen erstellen, sozusagen für euch. Wie versprochen, der Maracha ist soweit und ich habe meine 180.000 EP zusammen. Und wenn ihr dem British Diary bis jetzt schon gefolgt seid, dann wisst ihr, dass bei 180.000 die Line freizuschalten ist. Und genau das werde ich jetzt mit euch tun. Ich werde sie kurz ausrüsten und den Kapitän rüberschmeißen. Und ja, ich sag mal, let's go, let's fetz. Einmal ein bisschen Erfahrungspunkte rauswerfen. 180.000, da sind sie schon. Und dann gehen wir nochmal 15,9 Millionen aus. Wir haben es ja dicke. Zack. Und schon steht die Line bei mir im Hafen. Und jetzt könnt ihr schon sehen, läppische 300.000, wenn man direkt durchskillt. Ja, ich denke, ich werde die Monarch wahrscheinlich dann auf den Schrott schmeißen. Es hat ja doch eine ganze Zeit gedauert, bis ich die dann so weit hatte, wie ich sie haben, wie sie sein muss sozusagen, damit man hier vorankommt, ne? Aber wir werden jetzt gleich auch noch mit euch zusammen dann natürlich ein Gefechtchen fahren. Natürlich die Einweisung, die ist doch hier alle schon inklusive. Ein T9-Gefecht haben wir schon. Gerade mal gucken hier, alles klar, das ist noch nichts. Dafür hätte ich schon genug Erfahrung, deswegen wird es so angezeigt. Alles klar, verstehe. Gut, dann bauen wir hier schnell die Line dementsprechend aus. Hauptbewaffnungsmodifikation kommt da rein. Und dann haben wir hier die Schadensbegrenzungssystemmodifikation. Die kommt da auch noch mit rein. Und dann packen wir hier erstmal die Zielsystemmod rein. Und dann, wie ist hier die Manövrierfähigkeit? 22 Sekunden ist ja eher ekelhaft. Und da sind es dann 15,8, das ist natürlich dann schon mal genial. Aber die Ruderstellzeit muss ich jetzt am Anfang erstmal mitnehmen. Und dann haben wir hier Tarnsystemmodifikation, da gibt es gar nichts. Der Brite ist ja sowieso ein Verborgenheitskünstler. Dann bin ich bei 11,8. Und dann gucken wir uns mal die Drehzeit der Türme an. 38,30. Nehmen wir die Hauptbatteriemodifikation. Das war ein kürzer Nachladen. Zack. Ja, und schon sind wir damit fertig. Mit dem Lack hier. Und ich freue mich jetzt schon unheimlich auf die Line. Ich habe jetzt hier Sprengmeister natürlich mit drin, Tarnmeister, Inspekteur ist drin, Adrenalinrausch, Elite-Schütze für die Turmdrehzeit. Dann haben wir hier noch Beschussalarm und den Ladeexperten. Muss mal gucken, ob ich den so drinnen lasse. Aber für jetzt soll es erstmal soweit reichen. 18,9 Kilometer meine Hauptschussreichweite. 11,8 gehe ich auf. Und dann bauen wir hier noch kurz eine Lacke rauf und ein paar Flaggen. Ich habe jetzt eine Brandwahrscheinlichkeit von 48%. Dann machen wir doch gleich erstmal eine vernünftige Lacke. Was ist denn eine vernünftige Lacke? Nehmen wir hier die Revolutionär, weil jetzt gerade französische Zeiten sind. Kann man mal sehen, wie lange ich gebraucht habe, den Briten bis auf T9 zu fahren. Die französischen Schlachtschiffe sind schon so gut wie da. So, dann bauen wir hier noch eine Flagge rein. Und da bauen wir auch noch eine Flagge rein. Dann gibt es jetzt auch den Super Heal. Das heißt, wir packen hier nochmal India Delta dazu. Würde ich sagen. Und dann wollen wir selber nicht so lange brennen. Zack. So, haben wir 6, haben wir 7 und 8. Und dann nehmen wir noch die Schiffswartung runter. Und dann haben wir es, oder? Ja, packen wir hier noch Wavern rauf, damit wir noch ein bisschen paar Credits auffüllen können hier. Die Piratenflagge dazu. Zack. Und jetzt sind wir schon soweit. So, jetzt musst du noch deine Iowa, genau, perfekt. Und ich meine Line und auf geht das. Geil, ich bin echt gespannt. Ich hab's ja nur auf dem Testserver ein paar Mal gefahren. Hast du die Line schon? Ich bin bei dem Briten auch bei der Island. Ah, okay. Das heißt, du hörst dir meine Kommentare an, wie geil ich sie finde oder wie schlecht. Bisschen rumzünden, oder? Ja, also ich müsste jetzt bei 50% sein. Ich habe noch die beiden Flaggen mit reingebastelt. Dann müsste ich bei 50% Brandwahrscheinlichkeit sein. Auf 18,9 Kilometer mit einer Sichtbarkeit von 11. Du musst aufpassen,
ich hatte schon oft das Gegner gehabt und ich habe selbst mit einem schweren Kreuzer schon da übelst Schaden in die Seite reingekloppt. Das ist anstrengend, ja. 15.000 ist für einen Kreuzer in der Seite, das ist nichts pro Salve. Ja, ich habe auch noch Seegrader, da ich noch das ganze Standardverbrauchsmaterial drin habe. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich fahre hoch zu C in die Richtung erstmal. Was haben wir denn hier dabei? Midway, Iowa, Missouri. Friedrich, Musashi. Die brennen auf jeden Fall schon mal gut. Musashi und die beiden Friedrich. Tier 10 Wappencontainer, war ja klar. Flugzeuge, die gar nicht runterkriegst, ne? So. Aber ich habe eine verhältnismäßig gute Flugabwehr. Ich muss noch mal gucken, ob das, ob ich das so belasse oder ob ich das dann doch noch mal umbaue. Diesmal glaube ich die Iowa. Also Missouri oder Iowa? Eins von beiden habe ich auf Flugabwehr geskillt. Ich weiß es gar nicht. Also Kapitän sowieso, aber ich meine die Module, ne? Mal guck gerade mal, wie schnell ich bin. Noch nicht so besonders schnell. Knacke die 27 Knoten gerade. Naja, vielleicht habe ich bis. Hab nicht geguckt, wie schnell ich bin. 28 Knoten. Jetzt bin ich bei 30 Knoten, obwohl ich rumgekurft bin. Ja. 31 Knoten. Na gut, ich habe auch schon den bis auf den Top-Rumpf alles ausgebaut, ne? Ja, da bin ich ja noch weit von weg. Ich brauche jetzt 54.000 Punkte für den nächsten Rumpf. Und wenn ich es jetzt so richtig sehe, da bräuchte ich glaube ich auch eine Schussweitenverlängerung hier so ein bisschen. Und einen Motor eine auch. Damit das Schiff dann auch einigermaßen vernünftig spielbar ist, sag ich jetzt mal. Gut, ich liege momentan bei fast 27 Kilometer, ne? Ich bei der Iowa, da würde ich sowas jetzt auch nicht mit reinbauen. Ich habe momentan mir auch nicht vor Augen, weil ich die Missouri und die Iowa anders ausgestattet habe, ne? Was gegeben habe. Aber ist ja auch sinnvoll, ja, die Unterschiede, die auszustatten sind, quasi identische Fahrzeuge oder Schiffe. Man kann ja auch ein Schiff als Fahrzeug bezeichnen. Ja, ein Schiff fährt ja auch, ne? Schwimmt ja nicht, es fährt ja. Sprachlich ist er nicht, aber macht ja auch Schifffahrt und nicht Schiff schwimmen. Genau. Flugzeug fliegen, aber Schiff schwimmen. Schiffen vielleicht. So, meine erste Salve HE ist unterwegs zur Missouri. Ich hab mal lieber American Piercing Shells genommen. Jo, und brennt. Ha! 8000 Initialschaden. Beim Aufschlag schon. Boah, ich war ein Overpen gehabt. Und die nächste Salve ist raus. Da kommt Forbes, aber ich bin safe. Und nochmal 6.800. Aber nicht angezündet, leider. 10.400. Aber die fährt natürlich jetzt auch dankbar für jede Art von AP, ne? Pur. Jetzt ist sie erstmal zu, jetzt ist sie wieder offen. Ich guck mal. Jetzt dreht sie weiter und weiter und weiter. Kriege ich noch eine Granate auf Deck? Ah, schade. Ah, 17.000 haben wir schon mal zusammen. Achtung, bei C ist irgendwas drin. Wird wahrscheinlich ein DD sein oder sowas. Ah, die Ron ist wieder aufgetaucht. Jo. Ich bin spotted. Flugzeug. Dann muss ich gerade mal gucken. Ich habe jetzt 22,6 Kilometer Kampfreichweite.
Ich hab ein bisschen Schiss davor, dass hier gleich die Torps angerauscht kommen. Jetzt bin ich zu. Bei mir ist noch ein Flieger, der mich aufdeckt. Die Yuen Yang fährt hier in C rein. Ich fahr vor mit der Yuen Yang zusammen. Jetzt bin ich wieder spotted. Ohne, dass ich geschossen habe. Also muss er jetzt hier bei C irgendwo... Ja, er ist rot geworden. Ich warte jetzt so die ganze Zeit ab, um möglichst schnell hier den Zerstörer unterstützen zu können. Was ist das für einer? Mal K07. Hat rausgeflogen wegen Teambeschuss oder wie? Yeah, 8000 hinten auf Sticker draufgelegt. Ja. Was wie Hydro oder sowas hast du nicht, ne? Torpedos direkt voraus! Ja, Flugzeug ist das einzige. Da kommen Torps. Gas geben. Er kriegt einen. Aber der kommt genau da an, wo er eigentlich treffen muss. Eigentlich. Höhenbruch! Wasser dringt schnell ein! Kudusov ist in Reichweite, aber die sind am Felsen. Aber wenn ich jetzt schieße, dann mache ich mich, glaube ich, bei dir unbeliebt. Alles gut. So, du kriegst aber wahrscheinlich gleich von links eventuell sogar Torpedos, weil. Nee, da ist keiner. Die sind ist raus aus C. Okay. Bin aber immer noch entdeckt hier. Ja, Tago, eine Einzelstunde. Guck nur Ron. Da kommt Torps von vorne. Ich hab's gerade gehört. Und sie ging die Annahmelage auf an. Und. Ah, dreht bei. Oder ab. Nur 4,5 noch. Und ich mache Landurlaub. Anfänger. Ja, taktisch gebeatscht. Das waren doch Torps im Wasser. Hab ich doch gesehen. Also typische Anfängerfehler. Die ganze Zeit durch Visier gucken, ob die Kugeln treffen, ne? Mhm. Da kommen wieder Torps. Ja. Hast also gut taktisch gebeatscht, um es mal so auszudrücken. Oh, der sollte mal zur Abgasung. Oh, ey, verdammte Nacht. Da kommen noch welche. Da muss wieder mal die Torpedos ausgehen. Ja, die hat bestimmt einen Torpedo-Reloader. Ja, sehr schön. Jugomo raus. Ami-DD gegen Japan-DD. Das ist mal lustig. Ja. War ein paar Asiate, aber es ist ja trotzdem auf der amerikanische Zerstörer basierend. Basierend ist einfach nur, ja. Oder verkauft, besser gesagt. Das sind ja eher die alten Schiffe, die dann verkauft wurden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die alten Schiffe, die die Amis nicht mehr brauchten, weil sie neue hatten, haben sie dann verkauft. An eine Marine, die nicht so gut ausgestattet war, sozusagen. Ja, die deutsche Marine hat zu Anfang, glaube ich, auch Fletcher gehabt. War das Geary? Ich glaube, Fletcher. Boah, ja, die Ruderstellzeit muss ich mir noch gewöhnen hier. Hab doch jetzt schon Ruder, hast du nicht gesehen, Verbesserung drinne. Boah, das ist hier so... Ja, dieser typische Fall.
Also gefühlt ist die Alabama zum Beispiel auch deutlich wendiger als die Iowa, ne? Mhm. So, jetzt müssen wir aber langsam mal zum Geschehen kommen hier, ne? Eigentlich müssen wir ja nur noch deffen, auch wenn der Gegner einen Vorteil hat, indem er mehr Schiffe hat. Ja, Tago ist im Zugehen noch richtig getroffen worden, hart. Hart von der Seite, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich hab's, glaube ich, schon richtig verstanden. Die frustrated. Ja, wo war das Medal of Honor damals immer? Nimmt ihn von hinten. So, Musashi habe ich in Range. Kann ich aber nicht drauf schießen, wegen Gebirge. Da hinten ist ein Friedrich der Große, kann ich nicht drauf schießen, wegen Gebirge. Da ist eine Iowa und noch ein Friedrich, kann ich auch nicht drauf schießen, wegen out of range. Oh, guck mal, da vorne ist eine Atago, die ploppt gleich auf, wenn ich das Radar richtig interpretiere. Da ist sie. Granaten sind raus, die ist zwar wieder zugegangen, aber vielleicht habe ich Glück. Ja, Treffer, 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 Ausfall. Da ist sie gleich wieder. Jetzt. Oh, die. Irgendwas davon wird ihn schon weg. Ich fahre jetzt volle Kraft rückwärts, weil der garantiert getorbt hat. Und glaube, die kommen 9 Kilometer oder 10? 8? Auf jeden Fall doch ein ganzes Stück. Ja, ich tue die mich gerade nicht überraschen. Nein. Okay, hier vorne kommt die Kursor auf 12 und dann ist da noch eine Gearing. 5800 auf dem Musashi. Ist ja nicht so, dass sie nicht genügend Punkte hat. Ich wollte mich gerade freuen, dass sie wieder zugeht und dann geht wieder auf. Mal gucken, kann ich zugehen? Oder ist die Gearing da so nah dran? Ah, mir ärgert es voll, dass ich schon wieder vergessen habe, halt hier Verbrauchsmaterial reinzu. Ich schmeiße erstmal Super Heal hier rein. Ich fahre einfach nur rückwärts, um möglichst. Torps von vorne. Komm, gib Gas, Schiff. Ja, war klar. Da ist ein Dreck. Torpedo-Empfindlichkeit ist ziemlich hoch. Bei dem Dampfer. Und ich brauche noch 2 Minuten, bis ich wieder reparieren kann. Das ist so ein Scheiß, ey. Jetzt hat er gemerkt, dass ich auch noch da bin. Auch noch 2 Minuten, bis ich wieder irgendwas machen kann. Das ist so ein Kotzen. Ist das. Oh, die Rhone hat aber auch ganz gut gemacht. Sowas machen. Ja, ich bin geplatzt. Oh, was für ein Gefecht. 2000 übrig gelassen bei der Rhone. Und ich brenne schon wieder. Ja, die machen es besser als wir. Die sind besser verteilt. Du hast den Vorteil, dass du eine Insel noch vor dir hast. Die Rhone. Wenn du die rausnimmst, hast du da schon mal ein bisschen weniger Ärger. Dann musst du halt gucken. Angeflogen wirst du bestimmt nicht. So schnell. Ja, hat er jetzt schon versucht. 8 Flugzeuge habe ich schon runtergeholt bei einem Anflug, ne? So, und jetzt einfach hinter der Insel campen. Das ist nur Taktik in dem Fall.
würde ich ehrlich sagen. Das ist nicht Campen in dem Sinne, sondern es ist einfach nur Spielmechanik nutzen. Und dann kann ich durch meinen eigenen Rauch nicht mehr viel sehen. Ja, ganz nah in die Bucht ran, dann könnte er, glaube ich, auch nicht mehr wirken. 921 Punkte, du musst nur noch ein paar Sekunden sozusagen überleben. Ah, jetzt wird B gecapped. Ui, 29.000 auf. Ah. Na, das geht, das reicht nicht mehr, glaube ich. Meine Fresse, diese verfickte Kutuzov. Ja, und jetzt. Was für ein Scheiß, ey. Aber wir können es auch schaffen. Naja, das halte ich jetzt für relativ unwahrscheinlich. Wir haben zwar Vorsprung, aber jetzt wird B gecapped. Wir haben keine Schiffe mehr, die hier noch. Ja, doch, Yun Yang, Oknevoy. Gut, haben wir noch eine Möglichkeit. Ja, aber ich würde sagen, die Hippen, die Hippen. Oh nein, die Hipper, Hipper, Hipper. Oh. Okay, jetzt sieht es ganz böse aus. Die Hipper jetzt kein Torpedo gefressen, der ist anders aus. Oh, da fliegt der Große, der ist ein... Ja, der könnte einen Torp kriegen. Der kriegt Torp. Ein. Nee, einen nicht. Der ist direkt... Gerade so. Oh, ist das fies, ey. Ist der, hat der einen Lack. Oh, sowas von. Oh. Jetzt fahrt Captain, Mann. Ein Flugzeugträger. Das ist ein spannendes Ding noch. Vor allen Dingen wollen wir noch Möglichkeiten haben, ne? Mhm. Ah, aber die Hara. Oha. Oh, 15 Flugzeuge untergeholt, ja. Das war ein richtiger guter CV-Kapitän. Die Kutuzov, die kriegt einen Torp. Jawohl. Das Problem ist, dass er jetzt die nächsten Bomber verliert, weil die da in Doppelstaffeln Flugzeuge. Aber wir cappen jetzt A. Ja, das Problem ist nur, wenn wir den Flugzeugträger verlieren, verlieren wir eine ganze Menge. Ja, das ist es eben. Ach, ärgerlich. Ihr Gefecht geht wirklich noch. 65. Ja, und jetzt ist es andersrum. Genau so ist es eben. Ach, ärgerlich. Vielleicht hätte man da doch am Anfang noch ein bisschen mehr defensiver fahren müssen. Und natürlich die mangelnde Laienerfahrung macht es dann auch noch mit dem Rudern und hin- und herstellen dauert viel länger, als ich das so gedacht hätte. Und naja, kommt alles zueinander. Nicht voll ausgebaut, kommt auch noch dazu. Ja. Oh, 91.000 Damage. Geht auch sogar. Ich hatte 43. Na gut, darfst nicht vergessen, ich kenne die Iowa schon ein bisschen besser als du deine Laien, ne? Ja. Und ein bisschen mehr fressen kann sie auch, wenn sie beschossen wird, ne? Ja, es ist gleich vorbei. Wenn der DD rausgeht, ist es vorbei. Oh, die Ogmenboy ist tot. Und Kampftaktik, Mr. Ryan.
Alter, die überlebt mit 159. Jetzt ist sie vorbei. Das wäre knapp geworden. Das ist so schon knapp geworden. Tja, naja, so Leute. Das war, das Gefecht zum Auftakt war eher durchwachsen, würde ich sagen. Wie wir das mit den Briten so gewohnt sind. Ich habe mir so an die eine oder andere Folge britisch Steiery dran erinnert, das war ziemlich haarig, um es mal so auszudrücken. Ja, naja, was soll's. Jetzt die Frage, Chris, willst du noch eine Runde fahren oder willst du aufhören? Ach Gott, eine Runde können wir noch fahren. Gut, dann mache ich hier nämlich nochmal 17,7 ist die Ruderstellzeit. Ich merke das sofort, echt. Das ist so ein, hat er ja schon mal erzählt, ne? Ich brauche um die 15, also 15,5, 14,5, irgendwie so. Das ist für ein Schlachtschiff für mich optimal. Damit komme ich einfach klar. Mit den anderen Sachen leider nicht so. Alles, was drüber ist, ist ärgerlich, ist irgendwie anstrengend, ja, und schwierig. Und alles, was drunter ist, damit komme ich dann wieder nicht klar, weil ich davon ausgehe, dass ich irgendwie um die 15 Sekunden brauche an Schwerfälligkeit. Ja. Wie kommst du in der Missouri klar? Ja, die ist doch gar nicht so schlecht. Ja, ich meine, 20,5 Sekunden, ne? 20, ja, da habe ich auch Ruderstellzeit geskillt. Also. Ich versuche immer dafür zu sorgen, dass ich um die 15 Sekunden komme. Das ist so mein Plan bei der ganzen Geschichte. So. Fährst du nochmal Iowa oder was? Oder wie man sagen. Mal gucken, ob wir das jetzt ein bisschen taktisch besser hinbekommen. Ja, ich für meinen Teil. 16% Höchstfahrweite oder was? Ach Gott, ich hab eine Flugabwehr von 97, da kann ich auch auf Artillerie bleiben. Ja. Wenn ich. Immerhin hab ich eben von einem Tier 10 Träger eben schon 15 Flugzeuge runtergeholt. Auch geil. Ja, bei mir ist halt nicht so ausgeprägt. Und das ist halt die besondere Stärke der Amis, ne? Ja. Vor allem, wenn du so einen hochtierigen T10 oder überhaupt einen hochtierigen Ami. Den T10 ist recht hier. Midway, Harakuyu, Harukuyu, so rum. Hakuryu, so mein. Harakiri, genau. Wie Bismarck Monarch, San Luis. Ja, und wieder jede Menge DDs. Und ich habe wieder vergessen, das Prima-Verbrauchsmaterial einzubauen. Das ist echt zum Mäusemelken damit echt. Ich verstehe nicht, warum ich daran nie denke, wenn ich dann im Hafen bin. Ich denke im Gefecht permanent da dran und ich bin im Hafen und ich schaffe es nicht, das zu raffen, oder? Wie gesagt, mit der Bretagne habe ich die ersten beiden Runden auch vergessen. Ja, ganz ehrlich, wohl am Wochenende mit der Igil, ja, oder Egle oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, da bin ich, glaube ich, 7 Gefechte gefahren, bis ich das irgendwann mal hinbekommen habe. Ich weiß, da habe ich auch nur dran gedacht, weil du dich darüber beschwert hattest in einer Runde. Mhm. So, ich fahre Richtung A. Lass uns mal Übergewicht bei A machen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Übergewicht kann ich gut. Gut, da sind wir schon 2. Ich merke es auch am Schiff. Das dauert jetzt eine Woche, bis ich die wieder umgelenkt habe. Verbindlichsten Dank. Ich meine, wenn die US-Schiffe erstmal am Drehen sind, dann geht das ja. Mhm. Aber jetzt erstmal dahin zu bekommen. Viel Glück allen. Weil muss ich da so eine lange Angel mit einem Donut dran vorhängen. Oh ne, ich bin offen. Dann dreht das schon schneller, meinst du? Ja, wahrscheinlich, ne? Der Huma-Effekt. Genau. So, beschossen werde ich auch schon. Von wem? Keine Ahnung. Bist du schon offen mit deinem Teil? Hier eben gerade. Da kommt Torpedobomber. Komm genau richtig, die kommt zu dir, weil du hast deine starke Anti-Air. Gehen schon mal ein paar runter von den Dingern. Kann es sein, dass er nicht kein Interesse hat, auf mich loszugehen? Aber jetzt kommt er in meine Richtung. Brauche Feuerunterstützung. Ja, der kommt jetzt in meine Richtung.
Künstler starte ich auch mal. Ah, guck mal, er geht auf den Kurfürsten. Boah. Kurfürst hat auch nicht so schlechte Flugabwehr. Na, eigentlich nicht. Alter, der hat alle kassiert, alle. Ist bitter, sowas. Kann er nur froh sein, dass die Torpedos von so einem Flugzeug nicht so stark sind wie vom Zerstörer, ne? Ja. Und da sah ich was von Zerstörer und seh ich da vorne erstmal eine Shimakaze. Aber ich fahre jetzt volle Kraft weiter zu A. Erstmal und guck weiter auf Radar, was ich hier dann demnächst irgendwann mal bekämpfen könnte. Das ist halt dieser Los der Briten. Wenn die Kampfreichweite nicht so weit ist, dann hast du erstmal die ersten 5 Minuten vom Gefecht, musst du dich erstmal in Position bringen. Es sei denn, der Gegner rusht direkt auf dich drauf zu, so nach dem Motto. Dann dauert es nicht ganz so lange. Na gut, das kenne ich ja von den Lautier-Ani-Schiffen. Ja, und bei den Lautier-Franzosen kannst du dir das jetzt dann auch angewöhnen schon mal. Bretagne ist ja dann auch schon mal gut und gerne. Da ist ja bald die Texas noch schnell gegen. Oh, da kommt Torps von vorne. Ich muss in. Oh, ey, diese Ruderstellzeit ist der Hammer, ey. Oh, die ist so hier ganz schön gefressen. Ich habe mich für die falsche Seite entschieden. Ich könnte nach links abbiegen sollen. Ja, onboard sah das ein bisschen anders aus. Und Dimitri, taubst du raus? Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Problem gelöst. Oh, das liebe ich. Komm, jetzt Schlachtschiff auf Zerstörerjagd gehen. Oh, die beiden Zerstörer jagen mich jetzt. Hier, Akizuki, Kiew kommt zu mir. Und die Kiew ist schnell. Natürlich, verfehle ich alle. So, wo sind die doofen Kreuzer hier? Ja, hinterm Berg irgendwo. Klar. Macht ja auch keinen Sinn, vorne die DDs hier auf irgendwie Platz zu machen. Feueralarm! Torpedos! Aber das einzig Geile ist hier, dass du hier so einen Superheal hast. Oh, lass ihn noch kurz aufgedeckt, ich hab die Kanonen fertig. Hey. Korps. Ja, ich sehe es gerade. Torpedos auf Backbord. Jo, Brand gesteckt und St. Louis ein bisschen was verpasst. So. Abenteuer-Schlachtschiff, ne? Britisches Schlachtschiff ist ein Abenteuer, ja. Ja gut, aber mit dem Eisenschwein hier den Torpedos ausweichen macht auch keinen Spaß. Mhm. Wo Eich. Schnell die Angriffe fährt. Weil hier um den Berg rum.
Ja, ich versuche dir mal unauffällig zu folgen. Ist ja klar, ich treffe zweimal über Penetration. Auf dem Schlachtschiff. Ich meine, so schlecht sind die Brücken auch nicht. Boah, ey, das ist aber auch eine Nummer. Ja, der hat auch so viel Zeit natürlich zu reagieren mit seiner Kiew. Der weiß genau, wo er anhalten muss, damit er von mir nicht getroffen wird, so ungefähr. Na gut, der hat von mir eben schon eine ganze Menge gefressen. Über 8000. Oh, da ist eine Monarch. Ja. Da können wir ja mal... Die habe ich eben zweimal getroffen und überpenetriert. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. So, Monarch. 8000, aber kein Brand. Oh, Akizuki einmal raus. Oh, die kommen gut. 11.000 auf dem Monarch. Oh, ich gehe auf die Edinburgh, die fährt Breitseite. Oh, ich dachte, ich wäre hinter denen. Das ist schön. Doppelbrand. Kommt hier langsam ein bisschen Leben ins Spiel, ne? Mhm. Oh. Meine Bomben sind gut fertig. Granaten sind raus. Jetzt hätte ich die Missouri brauchen können. Jo, nochmal angesteckt. Oh, Kiew von rechts. Na gut, die kann uns wenigstens den Torpedos nicht erreichen. Feueralarm! Alle Stationen! Feuer auf das Ziel konzentrieren! Jo, das war sie, Edinburgh. Gegnerischer Kreuzer versenkt. War das gerade mein erster Kill mit dem Schiff? Das glaube ich keinen. Ich habe einen Doppelbrand inzwischen von der Kiew. Alle Monarchen und das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ich schmeiß mal super hier rein. Schade, dass ich nicht so eine hohe Reichweite bin. Das ist schon geil, ne? So ein super Heal. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch so lange repariere. Ja, ich habe eine Reparaturzeit, ey. Vom allerfeinsten. Die Gascon hat übrigens auch wohl einen Buff bekommen, was den Heal anbelangt. War nicht so ein super ja, wie die. Ja, ja, der hatte ich jetzt auch, hatten wir in unserer Flaschenpost auch vorgestellt. Die, lass mich kurz überlegen. Die hat den Buff bekommen, dass die Reparaturmannschaft schneller wieder parat steht. 40 Sekunden. Ja, nee. 30 Sekunden in Premium und 60 Sekunden in Non-Premium. Ich bin da, also vielleicht erinnere ich mich jetzt gerade falsch, aber auf jeden Fall ist es schon ziemlich krass von der Geschwindigkeit, wie häufig das Ding dann reparieren kann sozusagen. So, ich habe jetzt mal AP vorbereitet. Die Monarch orientiert sich zu dir. Ja. Ich hatte gedacht, ich fange die hier oben ab, aber es ist wohl so, dass ich dann lieber die da abfangen soll. So, die Monarch hat geschossen. Torp sie raus. Nein, Quatsch. Das wär's jetzt noch. Torps auf der Iowa. Oh nein, Shimakaze. Oh Gott sei Dank habe ich das nur abge... Jo, Zitadelle auf das hat Luis. Ist ja klar, die Runde gewinnen wir. Da können wir gewinnen. Ne? Nein, da kommt Bomber! Oh Gott! Alle meine Fresse!
nervt mich das gerade. Was macht eigentlich unser Träger? Problem gelöst. Nee, ist tot, tot. Ja, dann ist auch klar, warum wir das hier eventuell verlieren könnten. Und so, dass ich richtig schön in die Seite reinkloppen kann. Das ist so schön. Er hat Torp nicht mich, sondern. Ja, nimmst du diesen. Alter Schalter, ey, ganz ehrlich, Leute. Ja, schon mal vorsichtig nach Flugzeug. Kommt zu dir, dass wir zumindest luftabwehrmäßig vereinigt sind. Und ich gehe jetzt wieder auf HE, um dann die. Ich gehe auf Erwin Fuchs, der zeigt dir gleich Breitseite. Und 6000. Oh, 17.000. Die Torpedobomber kommt wieder. Komm bitte ganz doll kuscheln, wenn du kannst. Ja, ich muss nur mal zusehen, dass ich mit einer Breitseite zum Licht mache, ne? Ja, verstehe. Oh, Bismarck brennt. Wir kommen ein bisschen zu dir gefahren. Ich habe keine Reparaturmannschaft mehr. Und das ist jetzt halt diese Situation, ne? Da könntest du mit Premium definitiv besser arbeiten. Eine Ladung mehr. Könnte schneller. Eine Ladung mehr und die kann viel schneller wieder. Ja. Und nochmal ein Doppelbrand auf der Bismarck. Tut weh, das tut weh. Hauptturm kritisch beschädigt. Doppelbrand auf der anderen Bismarck da. 9,5 auf dem Friedrich. Ruder kaputt, ja, ist ja klar. Ja, ich bin dann raus, ne? Doch nicht. Da hat jetzt der Torpedo-Schadensverringerung wohl. Oh, scheiße, Streuung. Vor allem schön, wenn ich jetzt Breitseite zeigen muss. Ja, und die Bismarck ist raus. Und jetzt gibt's noch die. Typisch, in den unmöglichsten Augenblicken bekomme ich die Bude auch noch Motorschaden. So, ich gehe in Dogfight. Feueralarm! Burn him down! Und wieder 6800. Ich lade jetzt AP. Alles abgeprallt. Drei Abpraller. Steht aber auch sehr gut zu dir. Naja. Na, ich kann auch nicht mehr reparieren. Feuer! Ich bin raus. Spät zum Rampen. Aber wir haben das so weit geschafft, dass es nur noch das Schlachtschiff gibt und wir haben drei Caps. Wir können das Spiel noch gewinnen. Jo. Ah, nein. 3:30. Wir haben jetzt so lange aufgehalten, jetzt ist halt einfach nur die Frage, selbst die, der Flugzeugträger ist inzwischen raus. Der Friedrich muss raus und dann können wir das auch gewinnen. 131.000 Damage habe ich jetzt hier auf dem Schiff.
Für die zweite Runde nicht schlecht. Und da hinten kommt noch der DD. Die Shimakaze hat noch fast volle Energie. Oh, wenn der kurz um die Ecke kommt, alle Torps ins Wasser schmeißt, dann hat die Bismarck auch keine Chance mehr. Shimakaze ist Friedrich der Große. Aber die Shimakaze muss ja noch niemals überleben, ne? Ja, genau. Brauchst du hier nicht. Sie kann alles riskieren. Ja. Da ist der Friedrich. Oh, die Entfernung da auszuweichen, da soll man. Oh, abdrehen und sofort einen Nebel zünden. Ein Treffer, zwei Treffer und mit dem dritten Treffer gibt's nochmal was. Sehr schön. Er versucht sich hochzuheilen. Alter. Donskoi. Mach was, Donskoi. Macht er schon, schießt. 2 Minuten noch. Ich soll das für. Oh, der hält sich mal übel so. Hm, aber kann ja nicht mehr lange. Ich denke mal, er. Jetzt ist er am Ende. Wenn das Ding wieder brennt. Zack, Feuer gefangen. Und der HE-Schaden war gut. Jetzt muss der. Scheiße! Das Problem ist nämlich jetzt, er braucht jetzt Sicht, die Donskoi. Und wenn er hier in den Berg fährt mit dem Friedrich. Aber ich denke mal, das ist schon ein Doppelbrand oder ein einfacher Brand. Auf jeden Fall ist es ordentlich. Oh, Alter, ja gut, das gewinnen wir. Jetzt ist es vorbei. Und tschack! Geile Nummer. Das war der erste Sieg mit der Lion. Eine Niederlage, bisschen demoralisieren sozusagen. Ich habe mit dem Sieg jetzt 10.000 EP gemacht. Und die letzte Aufgabe von der Yomomoto-Aufgabe, also von der vierten Etappe, die letzte Aufgabe fertig. Zusammen sein, höher, schneller, Französen-Neuzugang. Zitadelle gelandet, das erste Mal, 2 Schiffe zerstört, perfekt. Das ist jetzt schon eine ganze Ecke besser gewesen, das Gefecht. Das spielt immer ein bisschen in die Karten. Unterstützer ist auch gedroppt bei mir. Ich lobe mal 2 von uns, ne? Haben wir gegen eigene gespielt? Achso, nee. Du meinst hier Donskoi? Ja. Muss auch mal sein. Und die Shima loben wir auch. Und mich lobe ich auch. Nein, Quatsch. Besuchen kannst du es ja. Nee, funktioniert ja nicht. Bismarck 41.400 Schaden. Die ist runtergebrannt, die eine, die ich da angezündet habe. 448.000 Silber. Aber ich hatte jetzt auch Wavern mit dabei. Also. Ja, geil. Sehr, sehr geil. Jetzt sammle ich noch die Belohnung ein. Das müssten 2 Supercontainer sein. Die machen wir gleich noch auf. Du kriegst Supercontainer und ich kriege eine Valentinstagstarnung. Ja, super. Auf geht's. Supercontainer aufmachen. Kommt. Jetzt noch. Lack, 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 lack. Komm, bitte. Modul. Defensive Flakfeuermodul. T8 bis T10. Ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so schlecht, weiß ich nicht genau. Ich habe so ein defensives Flakfeuermodul, glaube ich, noch nie bekommen. Komm, jetzt einmal noch. Jetzt was Schönes. Noch ein Modul. Oh! Chancebegrenzungsteam-Modifikation-Modul 1. Also, dass ich länger das Chancebegrenzungsteam auf T6 bis T10 Schiffen benutzen kann. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil auf der Line, wenn du da mal brennst, dann brennst du länger nicht, sozusagen. Aber gut, das sind jetzt 12.000 Erfahrungspunkte, die auf der Line sind. Ich werde sie, wie versprochen, ich werde euch dran teilhaben lassen. Ab und zu mal wieder so eine Folge machen. Gerade wenn wir dann so bei dem Line B-Rumpf sind oder wenn wir dann noch weitere Sachen freischalten, wird es wieder so eine Folge geben hier für British Diary. Ihr werdet jetzt die Line natürlich dann in den zukünftigen Livestreams auch das eine oder andere Mal durch Zufall halt sehen. Ich hoffe, dass euch die Folge oder wir beide hoffen, dass euch die Folge ein bisschen Spaß gebracht hat, dass wir hier das British Diary ein bisschen weitergeführt haben, was wir ja eine ganze Zeit regelmäßig gemacht haben, jeden Dienstag und jetzt eben gerade mal nicht, weil es jetzt halt auch andere Themen gab. Und jetzt haben wir die Line und jetzt geht es auch wieder ein Ticken weiter. Ja? Gut, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, wünsche euch einen schönen Resttag und bis demnächst, euer Secrets Team, euer Macher. Haut rein, ciao, ciao. Bye.